Herzlich willkommen zu Vollkis Jahresrückblick 2020. Wollen wir mal gucken. Das hier ist auf jeden Fall ein fester Bestandteil. Das ja sowieso. Was hatten wir nicht alles für verwühlte Momente im Jahr 2020? Angefangen mit Silvester. Da sitzt du schön von 19 auf 20 in der Kneipe mit Gerhard, ahnst nichts Böses, wühlst dir noch richtig einen in die Rinne und entrümpelst den Dachboden komplett. Und dann wachst du auf und hast erstmal einen Kater. Der hält den auch erstmal an. Januar, Februar und was kommt dann? März, Corona. Aber natürlich die ganze Zeit über ein bisschen Couch. Und dann Lockdown. Den hab ich ja eigentlich immer. Zwischendurch noch mal ein bisschen Corona, wieder ein bisschen Lockdown. Da sind wir mal auf Lockdown Light gegangen. Wieder ein bisschen Couch. Was gab's denn da noch? Zwischendurch war ich mal beim Pennymarkt, habe einen kleinen Boxenstopp gemacht, ein bisschen Öl nachgefüllt. Schrauben nachgezogen. Dann war ich noch mal bei Rewe. Absolutes Highlight für mich war ja, dass Gülle, Günther und Pissejochen in der Kassenschlange nicht mehr meinen Nacken atmen. Durchaus. Und dann hat Xavier sich mal so eine beknackte App runtergeladen und dann ein bisschen für Furore gesorgt. Und leider Gottes hat Michael sich dieselbe App installiert. Meine Fresse, Leute. Ich sag euch das. Sie sind alle nicht mehr ganz dicht. Egal. Also Telegram-Gruppen hatten auf jeden Fall dreifache Hochkonjunktur dieses Jahr. Lockdown light. Klappe die zweite. Zwischendurch Couch. Ach ja, dann habe ich noch eine schöne EP mit Florida Klaus gemacht. Dann habe ich Gerhard besucht, dann war Gerhard bei mir. Dann hatte ich so 2, 3, 4 Getränkeunfälle mit Gerhard. Ja. Dann hatten wir natürlich auch noch die Wahlen in den USA. Der Wahlkrimi, wie sie das nennen. Da hättest du auch einfach jeden von meinen x-beliebigen asozialen Kontakten von der Holzenstraße hinstellen können. Hättest du ein Handy in die Hand gegeben, gesagt, hier, das ist jetzt dein Präsidenten-Twitter-Account, mach mal ein paar Tweets raus und setz dich da auf eine Couch im Weißen Haus und ist alles gut. Aber es hat ja jetzt endlich ein Ende. Beim nächsten Mal könnt ihr auch gleich mich wählen. Vollki, Donald Trump, der neue Präsident. Und immer noch Corona. Weihnachten war dieses Jahr ja auch ein bisschen anders. Aber eine schöne Sache ist dabei ja rausgekommen. Die Mehrwertsteuer wurde reduziert und das Bier wurde billiger, Leute. Mehr ist aber einfach nicht passiert. Ich habe das Gefühl, das Jahr hat irgendwie einen Monat gehabt. Länger ging das Ganze nicht. Aber Hartz IV ist krisensicher, das sage ich euch. Also Leute, Prost auf 2021. Bimmelt die Glocke, abonniert den Kanal. Wir sehen uns bald wieder. Tschüss, euer Vollki. Ja. Oh Gott.